Es wird von Jahr zu Jahr heißer. Und das Geile ist auch bei der Mode. Also wir werden heute sehr, sehr sexy Dessous sehen. Die Männer werden draußen sagen, oh, 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 schön, schön. Heiß, heißer Brandbox Salzburg. Der Catwalk des Mode-Großhandelscenters bringt sein Publikum ins Schwitzen. Und dazu tragt nicht nur hochsommerliches Wetter bei, sondern auch die Models der Fashion Night. Zum Glück hat man vorgesorgt und ein passendes Accessoire zur Verfügung gestellt. Fashion-Accessoire Nummer 1, heiße Temperaturen. Und wir präsentieren ja heute die Frühjahr-Sommer-Trends des nächsten Jahres. Und das ist ja das Spannende daran. Und ja, etwas in Konkurrenz natürlich mit den Damen und Herren vom Red Carpet, von den Festspielen. Ja. Und ja, wir sind quasi einer Saison voraus. Internationale Topmarken präsentieren sommerliche Trends für 2019. Natürlich darf auch Glanz und Glamour nicht fehlen. Und einer der erfolgreichsten Modeexperten Österreichs hat uns schon vor der Veranstaltung gesagt, was im kommenden Jahr getragen wird. Also von den Farben her spielt es sich im Sommer sehr pastellig ab. Jetzt werden viele sagen, das sagt er nur, weil er ein Pastellsakko anhat. Aber ich darf sagen, ich bin ein Jahr voraus. Weil Pastell ist ein riesen Thema. Und was sehr, sehr spannend ist, bei langen Walle-Walle-Abendkleidern, was sehr untypisch ist, weil Pastell ist sehr sommerlich. Aber auch bei den Abendkleidern findet sich Pastell wieder. Pailletten untertags, was sehr untypisch ist, weil Pailletten sagt man immer, das ist sehr schwer und das sieht man für Gala-Veranstaltungen an. Es wird ganz lässig kombiniert mit Jeans und mit ganz Casual-Teilen und macht, glaube ich, einen sehr, sehr netten Stil. Ein weiteres Highlight, würde ich sagen, ist Spitze. Also Spitze und Transparenz, so ein paar so sexy Detail-Einblicke. Ja, das wird uns sehr freuen im Sommer. Und auch Missy May ist von der Kombination Spitze mit Transparenz angetan. So auch die Fashion Night Gäste, die darüber hinaus von der perfekten musikalischen Untermalung von Fräulein May während der gesamten Show begeistert sind. So gut Fräulein May auch singt, in Sachen Mode verkörpert sie mit Be Original so gar nicht das Thema von Österreichs größter Modefachmesse. Ich bin überhaupt niemand, der irgendwie nach dem Trend, nach dem neuesten Trend geht. Ich bin immer so klassisch und gehe unfassbar ungern einkaufen. Aber Be Original ist ja so auch immer so ein Lebensmotto, das man haben sollte. Und dass einfach jeder seine Individualität findet. Und ob man das jetzt in der Mode ausdrückt oder mit irgendeiner Eigenheit, die man hat oder verkörpert oder mit Musik, das sei jetzt dahingestellt. Aber an und für sich ist das Motto ein sehr schönes. Be Original, da geht es einfach darum, dass die Mode nachhaltiger wird, trotzdem aber fashionlastig ist, dass einfach auch It-Pieces kreiert werden, die wandelbar sind. Das heißt, das Outfit, das ich untertags im Büro anhabe, kann ich dann mit ein, zwei Handgriffen in ein tolles Abendoutfit verwandeln. Es tut sich was bei Salzburgs größter Modefachmesse. Knapp 100 Aussteller präsentieren für den Handel ihre Neuheiten. Und auch hier haben wir uns umgehört und umgesehen. Ja, welche Trends gibt es denn bei den Bademoden? Welche Muster, Schnitte, Stoffe, was ist angesagt? In 2019 sind sehr stark Pastelltöne angesagt. Es sind sehr schöne Blumenmuster immer noch dabei. Die waren letztes Jahr schon mit dabei. Auch sehr schöne neue, eine Waffeloptik im Badeanzugbereich. Sehr dünnes Material, nicht so dick. Ein Color Blocking ist hochinteressant, ganz strahlende Farben, sehr intensiv. Und unser Highlight von dieser Saison ist unser Baywatch-Badeanzug. Einen sehr hohen Beinausschnitt, sehr, sehr sexy in einer Jeans-Optik. Bei der Bademode, das beschränkt sich nicht nur auf Bikini und Badeanzug, sondern oft auch vor allem darum, was man drüber trägt. Was liegt da im Trend? Was gibt es da auf dem Bereich? Also bei uns haben wir neben den schönen Badeanzügen auch Tuniken, die die Kundin sehr wohl vom Hotelzimmer zum Spa tragen kann, als auch natürlich in den angesagtesten Drucken und Farben von Retro-Drucken natürlich auch Outdoor tragen kann, nicht nur zum
baden, sondern auch einfach mal auf eine Jeans oder auf eine Panty und somit auch den ganzen Tag damit verbringen kann. An der Strandbar oder an der Poolbar. Und wenn es im Urlaub oder beim Musikfestival dann doch einmal regnen sollte, haben wir halt gerade hier unsere sehr stylische, durchsichtigen Poncho. Den kann sowohl Mann als auch Frau anziehen, also das ist Unisex. Und dementsprechend kann man auch schön im Partnerlook gehen. Und ansonsten für die Frau, die es noch ein bisschen femininer, modischer haben mag, haben wir hier einen sehr schönen Parker, der auch noch hinten etwas tailliert ist. Und man kann auch sonst die Taillierung innen ein selbst justieren. Und dann hat man hier auch noch eine schöne Kapuze. Und somit ist man jederzeit bei jedem Wetter auch schön irgendwie wasserfest. Ob Regen oder Sonnenschein, die Mode wird jedem Wetter trotzen. Und das auch im kommenden Jahr 2019.